Das muss dich doch interessieren. Das kann dich doch nicht kalt lassen. Du musst doch irgendeine Meinung dazu haben. Guten Morgen. Ja, diese Aussprüche, die kennen wir alle, von anderen auf unsere Person gerichtet. Dass wir irgendetwas, wo diese Person eine hohe Priorität hat, darüber nachzudenken und sich emotional involvieren zu lassen, diese auf uns überträgt und ja überhaupt nicht verstehen kann, wie wir in dieser Situation ja, dem einfach keine Beachtung schenken. Diese Situation kommt ja in den verschiedensten Lebenslagen vor. Als YouTuber ganz offensichtlich sind es oft ja, die vielen Meinungen der Menschen, mit denen der YouTuber konfrontiert ist, wo er ja, quasi konträre Meinungen, was einen zu interessieren hat oder was einen nicht zu interessieren hat, was Priorität hat, was keine Priorität hat, ja, wo er quasi immer bei irgendjemandem ja, sagen muss, hey, pass auf, nein, es interessiert mich nicht. Und ja, und ich glaube, das ist ein Problem für sehr viele Menschen, dass sie sich zu sehr von dem gesellschaftlichen Druck, eine Meinung haben zu müssen oder Stellung beziehen zu müssen, sich beeinflussen lassen. Die Gesellschaft bestimmt sozusagen, was interessant ist und was nicht interessant ist. Und nennen wir es direkt beim Namen, die Medien bestimmen in erster Linie, was interessant ist und was nicht interessant ist. Und was sich in den Medien gut verkaufen lässt, sind immer Skandale, das sind immer negative Nachrichten, die ja, von uns negativ wahrgenommen werden und damit auch eine emotionale Involvierung stattfindet. Das heißt, uns beschäftigen die Dinge, ja, die besonders negativ sind. Wir sind beschäftigt in den Medien. Wir klicken auf etwas, emotional werden wir negativ beeinflusst, involviert, negative Emotionen kommen hoch, wir sind beschäftigt. Es kommt die nächste Nachricht. Bei GMX, bei YouTube, überall seht ihr, wenn ihr was zu Ende geschaut habt, gleich die nächsten Informationen, wo ihr euch wieder beschäftigen könnt. Wo ihr euch wieder meistens negativ involvieren lasst. Und andere Option ist natürlich die leichte Unterhaltung, einfach totale Belanglosigkeiten hochgespielt. Anna Kournikova hat einen zweiten Pickel und schaut, warum hat die sie nicht verdeckt. Oder irgend so ein Blödsinn. Das ist das, was euch dann interessiert, was die Gesellschaft sagt, es hat euch zu interessieren. Aber machen wir das mal nicht ganz so offensichtlich. Nehmen wir zum Beispiel mal die Situation, in China ist ein Unfall, ein Kind wird brutal überfahren, weil derjenige Alkohol getrunken hat zum Beispiel. Das ist eine Nachricht, die sicherlich jeden von uns in irgendeiner Weise trifft. Man hat natürlich jetzt die Möglichkeit zu sagen, okay, das interessiert mich oder das interessiert mich nicht, wenn man bewusst lebt. Die meisten von uns werden, wenn sie mit der Nachricht konfrontiert werden, gar nicht überlegen, ob sie das interessiert oder nicht interessiert, sondern es entsteht so ein automatisches Programm, oder es entsteht nicht, sondern es wird aktiviert und ja, man interessiert sich dafür, man leidet und sagt, scheiß Alkoholkonsum. Oder man sagt, der vorgefertigte Meinung, weil man die Diskussion schon mal gehabt hat, ja, Alkohol ist sicherlich nicht gut, aber weil man halt selber vielleicht Alkohol trinkt. Wie dem auch sei, das ist nicht relevant. Entscheidend ist, wir entscheiden uns gar nicht mehr bewusst dafür, ob uns was interessiert oder nicht. Weil, wenn wir die Nachricht, dass ein Kind gestorben ist, irgendwie abtun und sagen, das interessiert uns nicht, ja, wer sind wir denn dann? Moralischer Abfall. So ist das. Wenn wir sagen, es interessiert uns irgendeine wichtige Nachricht, die Leid bringt, interessiert uns nicht, dann ist das verwerflich. Und wird von der Gesellschaft überhaupt nicht toleriert. Wenn ich von der Gesellschaft rede, rede ich von der gesellschaftlichen Mitte. Ich selber hatte die Situation konkret auch schon einmal in einem Live-Talk. Da war die Frage, warum schaust du keine Nachrichten mehr? Und da habe ich gesagt, weil es mich nicht interessiert. Und dann kamen eben die Argumente. Ja, das ist total verantwortungslos. Du musst doch wissen, was passiert. Ich habe... Der Auslöser für heute war, ich habe eine Mail bekommen von Gartenvorstand, wo ja,
wahrscheinlich drin stand, in irgendeiner Weise, ja, der Garten verstößt so ein bisschen gegen die Nutzungsordnung oder es müsste halt ja, deutscher gearbeitet werden. Also das heißt schön viereckig alles und nicht rund und ja, was auch immer auf jeden Fall. Ich habe den Brief nicht gelesen, ich habe ihn einfach weggeschmissen, weil es mich nicht interessiert. Wenn ich mit meiner Art den Garten zu, ja, zu pflegen und zu hegen und ihn aufzubauen mit dieser Permakultur, wenn das nicht gewünscht ist im Kleingartenverein, dann werde ich sicherlich irgendwann die Kündigung bekommen und werde sagen, okay, danke, aber ja, es macht für mich keinen Sinn, mich damit zu beschäftigen, weil vielleicht rege ich mich auf oder ja, ich habe negative Gedanken, also auf der gedanklichen Ebene, Verstandesebene, aber nichts wird dazu führen, dass ich in irgendeiner Weise ja, positiv berührt bin oder irgendwas Produktives für mich herausziehen kann. Deswegen, es interessiert mich einfach nicht. Ne? Also egal, was da drin schreibt, ich werde darauf auch nicht reagieren. Und deswegen schmeiße ich ihn einfach weg. Und wenn ihr in eurem Alltag tatsächlich mal dazu übergehen könnt, bewusst zu sagen, wo die Gesellschaft sagt, das müsste dich interessieren, du kannst ja keinen Brief wegschmeißen oder das, die Nachricht muss dich interessieren. Einfach zu sagen, nö, interessiert mich nicht. Danke. Natürlich dann auch die Konsequenzen tragen, das ist klar. Ich hätte vielleicht jetzt, wenn das eine Abmahnung oder sowas ist, dann intervenieren können, sagen, halt, Widerspruch oder sowas. Nein, das interessiert mich nicht. Ich möchte keinen Streit mit dem Gartenverein. Leben und leben lassen. Wenn ich nicht gewünscht bin, gehe ich raus. Und ähnlich ist das bei anderen Situationen. Dass man die Konsequenzen dann auch wirklich trägt. Dass man sagt, okay, das hat mich nicht interessiert. Und aufgrund meines Desinteresses passiert jetzt das und das. Andere Beispiel wäre jetzt, ist jetzt ein großer bioatomarer Unfall oder was auch immer und die Leute, es ist überall Nachrichten, die Leute müssen evakuiert werden. Man schaut keine Nachrichten, man bleibt in seinem Haus und ja, dann kommt der bioatomare Unfall und löst einen auf. Dann hat man natürlich auch die Konsequenz zu tragen, dass man dann einfach sagt, okay, ja, jetzt bin ich tot. Ja, ist genauso. Also das müsst ihr schon inkludieren, wenn ihr das tut. Aber wenn ihr das tut, wenn ihr euch bewusst dafür entscheidet, freiheitlich zu denken, indem er sagt, ich interessiere mich für das und das interessiert mich nicht, dann erlebt ihr in euch eine neue Art von Selbstverantwortung, eine neue Art von Selbstliebe. Selbstverantwortung deshalb, weil ihr euch von den gesellschaftlichen Tendenzen löst. Selbstliebe deshalb, weil viele Nachrichten oft negative Emotionen in einen auslösen. Mit diesen beiden Sachen, einer neuen Selbstliebe oder einem neuen Selbstwertgefühl, lässt sich viel, viel angenehmer leben. Viel angenehmer. Ich kann das aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Und was ich als letztes noch sagen möchte, in dem Punkt ist, dass ich oft den Eindruck habe, dass gerade bei schlechten Nachrichten Mitgefühl geheuchelt wird. Wenn irgendwo was passiert ist und irgendwo jemandem Leid widerfahren ist, dann sagt man, oh, das ist mein Mitgefühl. Obwohl man gar kein wirkliches Interesse hat, sondern weil die Gesellschaft eben dieses Interesse in einen initial sozusagen erstmal ausgelöst hat. Was interessiert oft den Menschen, der gerade in einer Situation der eigenen Transformation steckt, ob in China ein Kind umgefahren wird? Fragt euch das mal ehrlich. Jenseits aller moralischen, ja, Richtlinien. Ich glaube, da gibt es einige, wenn sie ehrlich sind, die sagen, das interessiert mich nicht. Das interessiert mich nicht, ob in China ein Kind umgefahren ist, wenn ich hier gerade mit mir selber zu tun habe. Auch das zählt zu einem bewussten Leben. Also, um das Video abzuschließen. Es hat dich zu interessieren. Du musst doch eine Meinung dazu haben. Nein, muss ich nicht. Wenn jemand, klassisches Beispiel noch am Ende, weil es mir gerade einfällt, wenn jemand der Meinung ist, zum Beispiel meine Person bei YouTube bewerten zu müssen, ständig bewerten zu müssen in den Kommentaren, du bist so und da hast du ein Problem und das ist so. Ich kann das wunderbar annehmen als seine Meinung. Aber wenn das immer wieder in dieselbe Richtung geht, verliere ich dieses Grundinteresse, was ich am Anfang natürlich fast bei jedem habe, aufgrund seines Kommentars, weil man ja natürlich sehr viel lernen kann, von dem Feedback und von dem Eindruck, den man dann hat,
verliere ich sicherlich auch irgendwann das Interesse, wenn jemand immer wieder wiederholt etwas sagt, immer wieder dasselbe sagt, was ich einmal durchdacht habe, angenommen habe, wo ich dann gesagt habe, okay, interessant. Und ja, also meine Anregung an euch, meine Inspiration an euch, überdenkt mal eure Interessen, was euch wirklich interessiert und habt Mut zu sagen, nö, das interessiert mich nicht. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder, euer Christian. Tschüss.